Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Info. Zu einer kleinen Info. Und zwar seht ihr jetzt gleich einen Stream-Ausschnitt von einem Stream. Und für das Projekt, für das Pokémon-Projekt, habe ich mir ein paar Regeln aufgestellt. Jedes Pokémon mindestens einmal fangen, besitzen. Jedes Pokémon bekommt einen Charakternamen aus einem Anime, dem Geschlecht entsprechend. Jedes Pokémon mit Standardnamen darf nicht an den Kämpfen teilnehmen. Namen dürfen nur innerhalb einer Stadt angepasst werden. Es darf nur einmal pro Stream 50 bis 100% des Teams austauschen. Kleine Änderungen wie ein einzelnes oder zwei Pokémon tauschen ist okay. Das Leveln der Pokémon ist meine Sache, kann aber vom Chat beeinflusst werden. Konstruktive Kritik ist erwünscht. Inwiefern die Regeln so bleiben oder angepasst werden, wird in den entsprechenden Streams erwähnt. Dazu jetzt noch eine kleine Sache. Die Streams kommen immer unterschiedlich. Jetzt, die letzten Tage, habe ich dreimal in Folge gestreamt. Ich denke, es wird auch Tage geben, wo ich nicht streame, aber es macht mir mit den Regeln sehr viel Spaß. Und ich habe auch ein paar Sachen ausgetestet. Solltet ihr Zusatzsachen sehen wollen, dann solltet ihr die Streams nicht verpassen, weil die gewisse Sachen, die nichts mit dem Pokémon-Stream an sich zu tun haben, schneide ich dann einfach raus. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Videoschauen. Und bis gleich. Oder beim nächsten Stream. Oder bei einem anderen Projekt. Ciao. Hui. Ja. Ich nicht nur deswegen, aber das war auch einer der Gründe dafür, ja. Und wählen gegangen bin ich schon häufig. Ich habe zwar nie CDU, SPD oder so gewählt. Leider zu viele Leute, die sich über sowas aufregen. Ehrlich gesagt glaube ich halt, dass sich hier noch viele für die Vergangenheit schämen und deswegen nicht mit sowas konfrontiert werden wollen. Und wie man das dann auch noch so falsch verstehen kann, wundert mich. Ganz ehrlich, wir müssen mit der Vergangenheit konfrontiert werden. Und zwar genau so. Es ist doch jetzt nichts anderes, ob das jetzt in dem Fall Juden sind oder ob das in dem Fall Flüchtlinge sind, die aus ihren Ländern fliehen müssen, um nach Deutschland zu kommen. Aber man sieht doch auch an den Wahlergebnissen, im Osten haben ja voll viele die AfD gewählt. So, von daher, die Leute werden ja schon wieder unzufrieden und wählen deswegen ja schon wieder in eine gewisse Richtung. Aber wir müssen damit konfrontiert werden. Es ist nun mal die Vergangenheit in Deutschland. Ob wir persönlich da jetzt was für können, wie wir das finden, wie wir das nicht finden, tut ja in dem Fall nichts zur Sache. Aber wenn wir nicht aufpassen, könnte das halt genauso wieder passieren. Ohne Scheiß. Und darauf habe ich keinen Bock. Muss ja auch nicht sein, so.
Nur weil man mit etwas nicht konfrontiert werden möchte, heißt es nicht, dass es besser ist, wenn man damit nicht konfrontiert wird. Man kann davon halten, was man will, aber ganz ehrlich. Für mich ist auch ganz klar, dass wenn CDU und SPD jetzt in den Jahren nichts dazulernt, dass es in den Bundestagswahlen 2021, glaube ich, wieder genauso ausgehen wird. Wenn die Klatsche dann nicht sogar noch härter wird, weil viele Jugendliche dann ja erst 18 werden, um wählen zu können. Auch zu Europa, da kann ich ja noch nicht wählen. Bin ja eigentlich richtig. Ja, das ist richtig. Das ist richtig, Michael. Aber es gibt halt auch so Leute, die das nicht checken. Es gibt sehr viele Leute, die das nicht checken. Ich bin ehrlich, ich habe auch nicht die SPD gewählt, weil gewisse Personen wie die Justiz, ich habe gerade den Namen von der vergessen, aber die Justizministerin hätte ja ihr Veto geben können, hat sie nicht gemacht, so von daher, auch wenn es in den Parteien, egal ob CDU, SPD, gibt es ja auch, ja genau, Katharina Barley, gibt es ja auch Leute, die nicht so denken, wie die anderen denken. Also, die genau das Gegenteil denken, so, wisst ihr? Aber ganz ehrlich, solange die halt nicht sozusagen an der Macht sind, in Anführungszeichen, braucht man die eigentlich nicht wählen, weil das ist einfach nur eine krasse Clown-Fiesta, was da passiert. Ohne Witz, ich scroll jeden Tag durch Twitter durch und denk mir nur so, Alter, Fremdschämen over 9000, Alter. Das ist echt schlimm. Das ist echt bitter.
Und früher haben wir den kleinen orangen Mann aus Amerika alle belächelt. Und jetzt passiert hier genau das Gleiche. Also in der Hinsicht von wegen, ja, alles wird als Fake News betitelt, was einem nicht passt. Und Leute werden diffamiert. So, von daher so, hey. Aber sowas kann man doch nicht ernst nehmen, oder? Weil irgendwie, keine Ahnung. Ist das einfach nur kindisch? Wie so ein Kind, was unbedingt den einen Schokoriegel haben möchte, das aber nicht bekommt und laut kreischend im Laden rumstampft, so. Nach dem Motto. Bam! Level 12. Ich finde, das ist wahrscheinlich nicht die richtige Plattform für Politik. Das haben wir auch so verlassen. Man muss sich hier ja ein bisschen entspannen und Spaß haben und nicht die Laune weiter wieder runterziehen. Nee, das ist richtig. Genau der Gedanke kam mir gerade auch. Wir haben Spaß an unserem Pokémon-Spiel. Oh, fuck. Aua. Und lassen das einfach beiseite. Ja. Ja, das kannst du, Michael. Okay, das war jetzt ein bisschen... Oh, scheiße, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber egal. Ist jetzt halt so passiert. Hallo. Was gab es hier eigentlich für interessante Pokémon in der Wiese? Das habe ich schon wieder vergessen. Gab es hier Pipi und Pummeluff? Gab es hier Pummeluff? Oder kam Pummeluff erst später irgendwo? Aua, 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 aua. Alter, lass das mal jetzt sein, Alter. Sehe gerade nett, wo du bist. Ja, auf dem Zwischenstück von Rocco zu Misty quasi. Da, die Wiese meine ich. Ja, Pummeluff, Pipi, bist du Mundbreak sein. Ja, ja. Ja. Gut, macht Sinn. Aber jetzt verbrenne ich da vorne erstmal noch den Steinoper. Ach nee, das ist ein Käferdude. Sieht genauso aus.
Aber dann fangen wir das natürlich auch noch. Safcon. Hast du dir eigentlich ein Team dafür zusammengestellt oder machst du das random? Ein Team? Nee, noch überhaupt nicht. In dem Stream gestern habe ich hauptsächlich die Regeln zusammengestellt. Und bin damit eigentlich auch ziemlich zufrieden. Da ist ein Taubsi. Team wird wahrscheinlich zwischendurch immer mal wieder wechseln. Weil ich finde es zum Beispiel auch nicht wirklich. Es passt nicht wirklich zu mir, dass ich Nidorina und Nidorino beide im Team habe. Das passt nicht zu mir. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen Feinjustierung stattfinden. Shit, ey. Oh, Mankey. Coolio. Weibliches Mankey. Uff. Aua. Aber ich glaube, ich möchte lieber ein männliches Mankey, um ehrlich zu sein. Mankey wäre geil. Ja, Mankey kommt auch noch. Und ich habe auch noch. Ich habe auch ein. Namen, der dazu naja, passt. Naja. Passt auch nur, weil die Person das quasi schon im Namen hat, aber naja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber jetzt gerade würde ich ganz gerne zum Pokémon Center kommen. Das wäre ganz toll. Auf sie. Tschüss, Taubsi.
Habitak bräuchte ich auch noch. Boah, ich hab eigentlich. Passt das? Ich würde das Habitat vielleicht Usopp nennen. In der langen Nase. Beziehungsweise Schnabel, aber. Sturmfriese passt eigentlich auch. Michael, bist du noch da oder hast du dich an deinen Chips verschluckt? Kann er da nichts zu sagen, weil ich keine Ahnung davon habe. Ah. Aber das kann ich mir ja auch noch mal überlegen.